Dankeschön, Herr Präsident. Meine Damen und Herren, das war ja klar, wenn es einen gibt, der das Niveau des Krisenmanagements des Senats noch unterbieten kann, dann ist es der Schneider von der SPD. Aber es passt ins Bild. Das, was sich in den Tagen in der Affäre Schmitz-Wowereit abgespielt hat, ist doch einfach nur noch bodenlos. Damit kein Missverständnis entsteht. Ich kann André Schmitz persönlich gut leiden. Er ist ein angenehmer Mensch und er hat zweifellos große Verdienste um die Berliner Kulturpolitik. Aber André Schmitz hat einen großen Fehler begangen. Er hat Steuern hinterzogen. Das ist verboten. Das dürfen Staatsbürgerinnen und Staatsbürger der Bundesrepublik Deutschland nicht. Herr Henkel guckt ganz aufmerksam. Ich erkläre es Ihnen gerne. Und ein Staatsdiener, ein Staatssekretär ist als hoher politischer Beamter nichts anderes. Darf das erst recht nicht. Und ein hoher politischer Beamter der SPD, die im Bundestagswahlkampf der Steuergerechtigkeit das Wort redet und den Kampf gegen Steuerhinterziehung propagiert, darf das gleich zweimal nicht. Ich habe keine Ahnung, warum André Schmitz einen solchen Fehler gemacht hat. Aber ihm muss doch spätestens mit Beginn der Ermittlungen klar geworden sein, dass das Konsequenzen haben muss. Und spätestens seitdem Sie davon erfahren haben, Herr Wowereit, hätten Sie ebenfalls über Konsequenzen nachdenken müssen. Das Ganze hat doch, wenn man nicht vollständig abgestumpft ist, muss man das doch sofort merken, neben der rein juristischen eine zutiefst politische und moralische Dimension. Man kann doch nicht 13 Jahre lang den Menschen in Berlin erklären, dass wir Einrichtungen schließen müssen, dass wir Förderungen streichen mussten, dass wir Kultureinrichtungen schließen und vieles mehr mit der Begründung, Berlin hat kein Geld und ein Spitzenbeamter dieser Regierung betrügt den Staat um die ihm zustehenden Einnahmen. Und dann, Herr Wowereit, dann soll das keine politischen Konsequenzen haben, solange es halt nicht rauskommt? Ist es das, was Sie gedacht haben? Oder fanden Sie, selbst wenn es rauskommt, dann ist es halb so schlimm? Haben Sie deshalb Ihre Abwägung nicht dokumentiert, weil es für Sie gar nichts abzuwägen gab? Mir scheint, die politisch-moralische Seite hat Sie genau wie die rechtliche Seite damals einfach nicht interessiert. Und es hat Sie jetzt nicht interessiert, sonst hätten Sie Schmitz nicht erst entlassen und es dann zurückgenommen und ihn in den einstweiligen Ruhestand versetzt. Was ist denn das für eine peinliche Posse? Wann haben Sie denn mal überhaupt juristisch was geprüft in dieser Frage? Aber anscheinend ist Ihnen das mittlerweile alles egal. Nach dem Motto, ist der Ruf erst ruiniert, lebt sich's gänzlich ungeniert. Das ist eines Regierungschefs und eines obersten Dienstherren einfach unwürdig. Meine Damen und Herren, Steuerhinterziehung ist kein Kavaliersdelikt. Ja, das ist ein Zitat aus einem Parteitagsbeschluss der SPD. Der regierende Bürgermeister hat es heute im Morgenpost-Interview auch endlich mal gesagt, zwar nicht hier in diesem Hause, aber immerhin öffentlich. Und ja, Steuerhinterziehung ist kein Kavaliersdelikt. Hier geht es nicht um Falschparken. Steuerhinterziehung ist eine Straftat. Hier wird der Allgemeinheit, den Menschen und Einrichtungen, die auf den Staat angewiesen sind, Geld entzogen. Das ist zutiefst unsozial, liebe Sozialdemokraten, lieber Finanzsenator. Und was aus dieser Straftat einen politischen Skandal macht, ist der Umstand, dass der Senat und der regierende Bürgermeister die ganze Sache trotzdem wie ein Kavaliersdelikt behandelt haben. Warum hat der Regierende nicht ohne Ansehen der Person alle disziplinarrechtlichen Maßnahmen geprüft, die im Falle einer solchen Straftat in Frage kommen? Der Justizsenator, der Finanzsenator und der regierende Bürgermeister, sie alle haben von den Ermittlungen gewusst und sie haben nicht gehandelt, weder juristisch noch politisch. Die Botschaft an die Bürgerinnen und Bürger ist klar, Politik ist ein verkommenes Geschäft. Im Wahlkampf wird von der SPD der Kampf für Steuergerechtigkeit und gegen Steuerhinterziehung propagiert, so vollmundig, dass manche schon Angst hatten, der Kanzlerkandidat Steinbrück zieht gegen die Schweiz in den Krieg. Und hier in Berlin, da gibt es nicht mal eine disziplinarrechtliche Prüfung.
Erst als die ganze Sache rauskommt, besorgt sich der regierende Gutachten, die seine Handlungsweise decken sollen. Das ist ganz schön armselig. Meine Damen und Herren, diese Koalition stolpert strategie- und ideenlos durch die Landespolitik. Sie fährt die Stadt auf Verschleiß und verspielt deren Zukunftschancen. Herr Schneider, wenn Sie bei den Haushaltsberatungen richtig aufgepasst hätten, hätten Sie erfahren, was wir im Unterschied zu Ihnen mehr bei Personaleinstellungen gefordert haben. Und diese Koalition ist, was Kriterien wie politischen Anstand und Kultur angeht, ein einziges Desaster. Der Mitternachtsnotar als Justizsenator, der falsche Doktor als Fraktionschef, der Staatssekretär in der rechtsextremen Burschenschaft, der mangelnde Aufklärungswillen, das Rumgelüge in Sachen NSU-Skandal, das Tricksen mit Zahlen in Haushaltsberatung und jetzt die Steuerhinterziehungsaffäre. Liebe Kolleginnen und Kollegen von der Sozialdemokratie, lieber Kollege Schneider, lieber Raed Saleh, Sie sind am Zug. Was sind die Konsequenzen, die Sie ziehen wollen? Oder soll das alles wieder mit dem allgemeinen Bekenntnis der Sozialdemokratie zur linken Politik mit der CDU ausgesessen werden? Machen Sie deutlich, dass Steuerhinterziehung nicht einfach etwas Grenzwertiges ist, wie hier manche formulieren, sondern dass hier klar eine Grenze überschritten wurde. Machen Sie einen kleinen Schritt zu Ihrer eigenen politischen Resozialisierung. Stimmen Sie unserem Antrag zu. Dankeschön.